Ja, hallo, ich bin die Verena. Ich freue mich, dass ich euch heute nochmal meine Oma kurz vorstellen darf und erzählen kann, was so das letzte Jahr bei uns passiert ist. Ja, was ist bei meiner Oma passiert? Wir sind jetzt insgesamt, sind wir jetzt seit 2 Jahren online. Wir sind eben im Oktober online gegangen und ja, es ist natürlich viel passiert und das würde ich jetzt heute mal gern vorstellen. Also neben mir gibt es natürlich noch viele weitere Personen bei meiner Oma. Eine davon ist die Oma Christel, die ihr hier seht. Die Oma Christel hat das Motto, die Nadel darf nicht rosten. Und diesem Motto folgen viele weitere Personen, die ihr hier seht. Ja, was ist meine Oma denn überhaupt? Meine Oma verbindet das traditionelle Handwerk mit modernen Produkten. Also das heißt Schals, Mützen, Stulpen und all diese Sachen, die wir auf unserer Internetseite meineoma.de anbieten, werden von unseren mittlerweile 70 Omas und unserem einzigen Strickopa, dem Opa Klaus, gestrickt. Das heißt, meine Oma ist sozial. Denn wir geben älteren Menschen eine Aufgabe, die ihnen wirklich Spaß macht und die Rente aufbessert. Also das heißt, jede Oma und unser Strickopa werden pro Strickauftrag entlohnt. Und wir binden sie in eine Gemeinschaft ein. Das bedeutet, sie bekommen nicht nur den Strickauftrag, sondern es gibt auch regelmäßige Treffen, wo alle zusammenkommen, sich austauschen können, miteinander stricken können und einfach auch so viele Freundschaften und Kontakte geschlossen werden können. Alle unsere Omas stehen im Mittelpunkt, das heißt, die werden auch auf unserer Homepage vorgestellt und haben auch eigene Autogrammkarten. Also das bedeutet, jeder Bestellung wird auch eine Autogrammkarte der Oma beigelegt und somit weiß eben der Kunde, welche Oma das Produkt gestrickt hat. Es melden sich wirklich sehr, sehr viele Omas bei uns täglich mittlerweile. Wir haben eine Warteliste von 300, 400 Omas, die gerne mitstricken möchten. Und darum ist unser Ziel, so viele Omas wie es geht zu beschäftigen. Wir sind gerade dabei, ein überregionales Oma-Netzwerk aufzubauen, also nicht nur in Franken, sondern auch in anderen Städten wie Bodensee, Stuttgart, Berlin. Also auch da gibt es schon Oma-Gruppen, die jetzt so nach und nach ja, bei uns beschäftigt sind. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, wirklich ein soziales Unternehmen zu schaffen, wo die Omas im Mittelpunkt stehen. Das heißt, wo sie betreut werden, wo es ihnen gut geht, wo sie noch was dazu verdienen können. Aber natürlich möchten wir auch gleichzeitig wirtschaftlich stark sein und profitabel arbeiten. Nur so können beide Seiten, die älteren Menschen und wir, profitieren. Was sind die Neuigkeiten bei meiner Oma? Was hat sich alles so ergeben? Also letzten Januar ist bei uns eine Stiftungsgründerin mit eingestiegen und hat sich mit 10% an meiner Oma beteiligt. Wir haben ab August auch ein Buch im Handel. Das ist das meine Oma Strickbuch Wollrausch. Und zwar kann man aus dem Buch seine eigenen meine Oma Produkte stricken mit 12 Anleitungen und auch unsere Omas werden dort alle einzeln vorgestellt. Also, das ist wirklich ein ganz schönes Buch, habe es auch dabei, wer es mal sehen möchte. Unsere Omas sind auch gerade, wie ich immer sage, auf Promotion-Tour. Das heißt, sie touren gerade in Buchhandlungen und in Fachhandlungen, stellen dort das Buch vor, stricken gemeinsam mit Interessierten. Also, es ist auch ganz toll. Und wir waren auch letztes Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse und durften da unser Buch vorstellen. Wir haben dadurch natürlich auch viele neue Kooperationspartner gefunden, was wirklich sehr hilfreich für uns ist, wie zum Beispiel Schachenmeier, ist ja ein großer Wolllieferant, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten und hoffen natürlich, dass sich da noch viele weitere Partner auch in Zukunft ergeben. Dann, wovon ich schon gesprochen habe, das deutschlandweite Oma-Netzwerk. Letztes Jahr waren wir noch bei 25 Omas, mittlerweile sind wir eben bei 70 Omas und möchten natürlich noch weitere Omas beschäftigen. Dann haben wir den Sommer über daran gearbeitet, an dem Relaunch der Website. Also es war wirklich verbesserungswürdig, es musste benutzerfreundlicher werden. Wir haben die Produkte auch verbessert, es wurden neue Fotos geshootet, also es ist einiges passiert, auch was unsere Webseite betrifft. Wir sind sehr engagiert, was auch in Bezug auf unseren Vertrieb, also das heißt, Unternehmen zu finden, die natürlich auch mit uns zusammenarbeiten möchten oder ein besonderes Geschenk zum Beispiel für ihre Kunden oder Mitarbeiter suchen. Also auch da sind wir dabei, das Ganze aufzubauen, dieser ganze Vertriebsweg.
Und es gibt auch ganz neu seit August ein Pilotprojekt in Fürth, weil meine Oma ist auch in Fürth, und zwar das My Oma Café. Dieses Café ist in der Columbia Bakery, das heißt, wir sind da beherbergt. Der Raum ist gestaltet, wie eben, wie man es auch so von der Webseite kennt, mit My Oma Tapete und so weiter. Und dort sitzen auch unsere Omas, und man kann dann an Workshops teilnehmen mit den Omas. Es ist so eine Begegnungsstätte zwischen Jung und Alt, also findet auch viel Programm statt. Was noch geplant ist im nächsten Jahr, wir wollen die Lizenzprodukte weiter ausbauen. Ein weiteres Buch ist zum Beispiel in Planung. Es soll die Mai-Oma-Wolle geben, Mai-Oma-Boxen möchten wir gerne, Mai-Oma-Nadeln, also alles, was so um die Marke Mai-Oma, was damit zusammenhängt, dieses Feld würden wir gerne weiter ausbauen. Ja, hier seht ihr unsere neue Startseite. Und das ist unser Buch, das Mai-Oma-Strickbuch Wollrausch. Ja, das war's. Dankeschön. Dankeschön.